So, aber hier, Jan Vollmer hat nochmal eine Frage gestellt. Gibt es denn Best Practice Dashboards für Controller? Klar. Das ist mal so meine Antwort. Michael, ich frage vielleicht nochmal an dich. Du machst das ja auch nicht erst seit gestern so und du länger Dashboards. Vielleicht eine Frage an dich. Das ist schon ganz schön wiederkehrend, was man im Controlling, sag ich mal, unter diesen geführten Dashboards baut, oder? Es gibt eine gewisse Charts, die man immer wieder benutzt und wenn man die dem Controller zeigt, dann kommt als erstes, genau das möchte ich haben. Also so dieses, was du in der SAC, diese Abweichungsanalysen, dieses, okay, Plan ist Vergleich, Plan versus Forecast Vergleich, den typischen Controller machst du glücklich mit T-Shirt. Ja, also vom Design her, ne? Also nach dem Motto, reduziertes Design, klare Linien, strukturiert, Präsentationstechniken. Da machst du erstmal so einen Controller, der jetzt gewohnt ist, in Excel zu reporten, PowerPoint, erstmal glücklich, ne? Erstmal Quick Win. Aber ich glaube, Jans Frage ist halt nochmal, er hält mal nach, ich glaube, er möchte gerne von uns wissen, was sind so klassische KPIs? Welche Frage richtig verstehe. Also nach dem Motto, was gehört denn da so rein? Also da gibt es ja auch so wiederkehrende Dinge. Also jetzt kommt mir nicht mit, das kommt drauf aufs Unternehmen drauf an. Also nee, also so ist ja nun nicht. Carsten, du alter Controller, sag mal, was würdest du denn so ein KPI-Dashboard setzen? Ja, ich hätte jetzt fast tatsächlich geantwortet, kommt auf den Zweck an. Also macht euch zunächst erstmal Gedanken, wer ist der Empfänger und was soll die Aussage und der wird dieses Dashboard sein und dann sagen wir Top-Management, Controlling, das macht jeder. Ja, Top-Management, das sind so klassische KPIs, die in jedes Controller-Dashboard gehören. Dann hat ja hoffentlich ein Unternehmen einen KPI-Baum und seine Spitzensteuerungskennzahlen und die gehören da rein. Klipp und klar. Also Aussagen zur Rendite, Aussagen zum Gewinn, Aussagen zu Beständen innerhalb von, also gerade bei Banken, Aussagen zum Risiko, Aussagen zur Risikovorsorge. Also im Grunde die wesentlichsten Treiber eines Unternehmens gehören genau da rein, auf die Landingpage, also auf die erste Seite dieses Dashboards. Und dann gehst du halt entlang des Werttreiberbaums für diese Kennzahlen immer weiter in die Analyse. Bis runter dann eben auf Visual Analytics Dashboards, wo wir dann tatsächlich Kundenportfolien abbilden werden. Oder auch schon tun. Ja, also dass wir wirklich sagen, aus diesen in den Dashboards kommst du vom ganz Großen aufs ganz Kleine. Und auf der Visual Analytics Ebene zeigst du dann das gesamte Bankportfolio auf Einzelkundensicht. Das ist ein ziemlich spannendes Ding. Das ist witzig. Also Jan legt hier nochmal nach. Empfänger ist der Controller, dachte ich. Ach so, sind wir interessante Diskussion, Arthur. Ich hatte ja jetzt eher gedacht, sag ich mir, so Controlling, ne? Mein Self-Service-Verständnis ist wieder, das Controlling soll doch selber Dashboards bauen und die müssen doch selber wissen. Also die müssen ja, sind ja Ersteller und Empfänger in einem. Also ein moderner Controller für mich baut sich sein Dashboard selber, wie er es gerne hätte. Ja. Ich würde jetzt, also ich kann es mir nicht vorstellen, zur IT zu laufen als Controller, da würde ich ja sagen, ein Job verfehlt, und zu sagen, ey, bitte baut mir mal eins, so könnt ihr das nutzen. Also die Kernkompetenz des Controllers soll es ja sein, das brauche ich, umsetzen, helfen, zusammen machen etc. Arthur, was sagst du? Ja, genau, aber die Hilfe, die kann man schon brauchen. Ich kann den Jan ein wenig verstehen, weil so gut wie immer hat man aus dem nicht-kaufmännischen Bereich noch irgendwas. Also der ganz Klassiker ist, was ist ein Mitarbeiter, was kostet der mich, was macht der zum Beispiel, wenn ich Dienstleister bin oder irgendwas mit Dienstleistungen zu tun habe, habe ich so eine Art von Kennzahl, wie sind die Mitarbeiter ausgelastet, was ist so mein quasi Deckungsbeitrag pro Mitarbeiter. Und diese Zahlen, die sind aber meist eben nicht in der klassischen FIBU, in dem Datentopf oder in irgendeinem Planungssystem, sondern die hängen dann im Projektmanagement irgendwie in Jira, wenn du Entwickler bist, in Projektsoftware. Und da verstehe ich, dass der Controller da das Ganze nicht in Excel abtippen will, sondern dann zur IT geht und sagt, hier, ich will da draus meine Kennzahlen haben, damit ich die eben vermengen kann mit meinen Finanzkennzahlen. Und das ist ein Use Case, der kommt immer wieder, auch egal welche Branche. Also wenn ich ein Hotel bin, habe ich Mitarbeiter, die was tun, genauso wenn ich eine Managementberatung bin. Wer gelernt, Reporting-Impulse, dann muss ich auch wissen, was... Beratung, ne? Oder ja. Halt Erstellerberater, das ist ja, das oder ist ja was auch immer. Punkt, wenn du aber es ist genau das, also ich habe... Ja. Egal.
Wie gesagt, ist ja, glaube ich, insgesamt diese Sache, es gibt halt wiederkehrende KPIs. Und ich meine, ich glaube, Carsten oder wie gesagt, finanzspezifische, ich meine, Arthur, das bist ja auch genau in die Richtung gegangen. Und wenn man wahrscheinlich auf alle KPIs schaut, ist es wahrscheinlich so, wie gesagt, ich habe da auch mal tatsächlich mit einem meiner Professoren drüber diskutiert und er sagte, ja gut, wenn du es so anschaust, ein Drittel der KPIs sind eigentlich in allen Unternehmen gleich. Das sind vor allem diese ganzen Finanzkennzahlen, die wir jetzt ja teilweise hier auch schon hoch und runter diskutiert haben. Dann ist, wie gesagt, ein weiteres Drittel, was eine gewisse Branchenzugehörigkeit hat. Das haben wir auch wieder von Carsten gehört. Er hat gesagt, ja, okay, in Banken ist es halt das Risiko und so weiter und halt gewisse, die vielleicht die BaFin oder was weiß ich halt von mir haben will. Und dann gibt es halt nochmal ein weiteres Drittel. Und das muss natürlich dann vom Controller selbst kommen, der dann sagt, okay, das sind halt diese, die spezifisch auf mein Unternehmen, weil, keine Ahnung, wenn ich mich an irgendwelche, auch Andreas hat das Beispiel von diesen schnellen Autos hier aus Zuffenhausen genannt. Und die sagen dann halt auch, naja, ich weiß halt auch, spezifisch, es gibt jetzt zwei Werke, es gibt eins in Zuffenhausen, es gibt eins in Deutschland gesehen eben in Leipzig und dann weiß ich natürlich auch, wenn in Leipzig halt alles auf Automatisierung ausgesetzt ist, in Zuffenhausen habe ich extrem wenig Platz, dass da dann mehr Menschen sind und dass dann die Arbeitskosten in dem einen höher sind wie in dem anderen, ach was, und das muss ich halt natürlich dann irgendwie abbilden oder dann Sinnhaftigkeit haben, aber das muss ja schon auch vom Controller dann selbst rauskommen und das ist wahrscheinlich, diese Drittelung ist wahrscheinlich ganz clever, also das, was halt irgendwie überall, und das sehen wir ja auch immer wiederkehrend in den Dashboards, bisschen Branchenspezifischkeit und halt das andere muss ich halt schon selber wissen, wie mein Unternehmen läuft.